Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, verehrte Frau Präsidentin, also wenn ich in einer Situation wäre, wo ich in einem Kriegsgebiet bin und nicht weiß, was da passiert und ob ich meine Familie tatsächlich beschützen kann, da eine Entscheidung zu treffen, lasse ich meine Kinder zurück, in der Regel ja nicht im Würden Sie mal bitte, also ganz ehrlich, zu glauben, dass ich meine Kinder alleine im Kriegsgebiet suche, das finde ich schon, den Kollegen Oetjen sprechen zu lassen. Also, ob ich in einer Situation, wo ich aus dem Kriegsgebiet geflohen bin, in einem sozusagen dann sicheren, möglichst sicheren Bereich bin, in einem Flüchtlingslager, wo die Verhältnisse aber natürlich nicht rosig sind, und dann zu entscheiden, okay, ich begebe mich auf den Weg oder ein Mitglied meiner Familie begibt sich auf den Weg, um einen besseren Ort für meine Familie zu suchen. In einer solchen Situation, ganz ehrlich, möchte ich nicht stecken, eine solche schwierige Entscheidung für eine Familie zu treffen. Sie sollten sich vielleicht ein bisschen in diese Situation einmal versuchen zu versetzen. Ich möchte mich sehr herzlich beim Kollegen Plett, dem ich auch herzlich gratuliere zu seiner ersten Rede, und den Kollegen Pantazis und Onay für ihre Wortbeiträge bedanken, die ich inhaltlich teile. Ich glaube, ich habe zwar eine andere Position zum Thema Familiennachzug als die Kollegen von der Großen Koalition. Ich glaube, dass die Kontingentierung nicht der richtige Weg ist. Allerdings mit dieser Kontingentierung, wie sie vorgesehen ist, werden doch eigentlich Ihre Forderungen ein Stück weit erfüllt, dass wir eben nicht den großen Familiennachzug für subsidiär Geschützte bekommen, so wie er von den Grünen im zwei Tagesordnungspunkte vorher gefordert wurde, sondern dass er eben sehr reduziert nur stattfinden kann. Wir würden uns klare Kriterien für Familiennachzug wünschen und eben nicht diese Kontingentierung, weil es immer schwer ist, Humanität zu kontingentieren. Aber vom Prinzip her geht das doch eigentlich in Ihre Richtung, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Ich glaube, dass wir aber in Deutschland uns darüber Gedanken machen müssen, in der Tat, wie schaffen wir es denn, tatsächlich diesen Rechtsweg wieder sauber hinzubekommen. Denn in der Tat sind natürlich Menschen verunsichert und hören Reden und lesen Berichte in den Zeitungen, die auch nicht immer nur positiv sind. Das ist uns, glaube ich, auch allen klar. Deswegen ist der Anspruch, den der Kollege Plett hier formuliert hat, nämlich, dass wir saubere rechtsstaatliche Verfahren bekommen, dass wir eine Situation bekommen, in denen sich alle darauf verlassen können, dass der Rechtsstaat funktioniert und dass Menschen, die Schutz brauchen, Schutz bekommen, und dass Menschen, die keinen Schutz brauchen, sondern aus anderen Gründen hierher kommen, dass dann auch schnell wieder eine Rückführung stattfindet. Das ist doch genau der richtige Ansatz, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass wir dieses Vertrauen auch wieder den Menschen in diesem Land bringen müssen. Und dafür sollten wir alle gemeinsam arbeiten, anstatt solche Anträge hier in diesen Landtag anzubringen.